Grüß Gott, liebe Kameraden und Volksgenossen. Sie werden sich fragen, was mache ich hier, außer dass ich mir den Wind der Geschichte gerade um die Nase wehen lasse, an diesem historischen Ort. Hinter mir das Holocaust-Mahnmal, rechts neben mir Dunkin' Donuts und links neben mir die neue amerikanische Botschaft. Ich sitze also mitten in Berlin und habe den Führer bei mir. Das heißt, genau genommen habe ich einen großen Braunen bei mir und einen kleinen Braunen. Und natürlich schmeckt der große Braune viel besser als der kleine Braune. Und außerdem auch noch die Symbole des amerikanischen Kulturimperialismus. Wie Sie ja wissen, hat es ja in Berlin eine große Aufregung um den Hitler gegeben. Hier gleich nebenan, bei Madame Tussauds, ist einer Hitlerpuppe der Kopf abgerissen worden. Und ich bin ja wirklich ein absolut entschiedener Gegner der Todesstrafe. Das ist etwas, worüber ich mit mir nicht reden lasse. Selbst bei der Saddam Hussein war ich dagegen. Aber in diesem Falle, muss ich zugeben, habe ich doch ein leichtes Verständnis gespürt für diese Art der späthistorischen Rache. Die Geschichte ist auch in Berlin auch sorgfältig vorbereitet worden. So sah es vor dem Attentat auf Hitler aus. Und als es passiert war, als Hitler da kopflos abgeführt werden musste, sah die Geschichte so aus. Ich persönlich habe natürlich eine gewisse gebrochene Beziehung zu Hitler, weil wenn er sich durchgesetzt hätte, wäre er noch da und ich nicht hier. Aber ich finde, ich habe mich durchgesetzt und deswegen bin ich jetzt in Berlin, genau vor dem Führerbunker und er ist nicht da. Und zwischendurch schaue ich mir auch alte Hitler-Bilder an, die mir besonders gut gefallen. Zwei werde ich Ihnen jetzt zeigen. Dieses Bild, ist das nicht großartig? Hitler in kurzen Hosen. Ich finde ihn ja sowas von sexy. Und das andere Bild, schauen Sie. Ist das nicht aufregend? Gleich geht's bergab mit dem Führer, und zwar mit dem Schlitten. Also jedenfalls, was ich meine, würden Sie von dem Mann einen gebrauchten Rasierapparat kaufen? Ich nicht. Aber ich erkläre Ihnen gerne, warum die Aufregung so wahnsinnig war. Das hat nämlich wirklich einen organischen Grund. Den meisten Deutschen ist der Führer schrecklich peinlich. Nicht, dass sie ihn mögen oder wieder haben möchten. Alles Quatsch, alles Unsinn, alles Antifa-Nonsens. Er ist Ihnen einfach peinlich. Und ich sage Ihnen auch, warum. Wenn Sie nach Hause kommen und Sie erwischen Ihre Frau, sagen wir, mit Dirk Bach im Bett, ist es eine Katastrophe. Die Ehe ist dahin. Aber wenn Sie nach Hause kommen und Ihre Frau mit George Clooney im Bett erwischen, hat die Ehe einen Knacks. Aber ein bisschen stolz sind Sie schon, dass Ihre Frau es so weit gebracht hat. Und die Deutschen sind leider als Volk, als Kollektiv, mit einem pupsenden Würstchen im Bett erwischt worden, mit einer blamablen Figur. Und deswegen genieren sie sich bis heute. Und deswegen sind sie sogar dagegen, dass ihm auch nur der Kopf abgerissen wird. Weil sie werden daran erinnert, was sie mit ihm eher hätten machen sollen. Und wenn ich hier so sitze, mir diese Bilder angucke und mich gleich über die Delikatessen des amerikanischen Kulturimperialismus hermachen werde, denke ich mir, das Leben ist doch eigentlich wie Kino. Es gibt immer ein Happy End. Hitler weg, ich da, mit anderen Worten, ich heile mich selbst.